geehrte Damen und Herren, hallo liebe Freunde des Collaboratories und herzlich willkommen all diejenigen, die es vielleicht heute nach heute Abend noch werden. Mein Name ist Isabel Garen, ich bin die Projektmanagerin der 5. Initiative und ich möchte Sie herzlich zu unserem gemeinsamen Abend begrüßen. Ich freue mich, dass Sie heute alle hierher gefunden haben und es freut mich ganz besonders, weil das Thema Menschenrechte und Internet, das auch das Thema unserer Initiative ist, so viele von Ihnen interessiert. Das ist gut und richtig so, denn wir werden heute Abend spannende und wichtige Beiträge und hoffentlich auch Antworten zu vielen Fragen rund um das Thema Menschenrechte und Internet, Zugang, Freiheit und Kontrolle hören. Doch bevor wir voll in die Thematik einsteigen, ein kurzer Überblick über den Ablauf des heutigen Abends. Matthias Kettemann vom Völkerrechtlichen Institut der Universität Graz und Co-Chair der Internet Rights and Principles Coalition wird Ihnen heute Abend als thematischer Leiter die Arbeit unserer Initiative vorstellen. Er wird ebenfalls den Abend moderieren und die Regie in unserer Paneldiskussion übernehmen, für die ich dazu Martin Fleischer vom Koordinationsstab für Cyber-Außenpolitik des Auswärtigen Amts und Professor Dr. Wolfgang Kleinwächter von der Universität Aarhus und dort Professor für Internet, Politik und Regulierung auf der Bühne begrüßen darf. Zuvor begrüßen wir unseren ersten Gastreferenten Owen Pringle. Owen ist Direktor für digitale Kommunikation bei Amnesty International, wo er die Entwicklung der globalen Strategie, der globalen digitalen Strategie, Entschuldigung, und den Nutzen des Internet für sozialen Wandel in der Praxis der Organisation realisiert. Er spricht über den innovationsorientierten Ansatz von Amnesty, wie man Technologie für Menschenrechte einsetzen kann. Wie hat, wird er fragen, dies zu einer Änderung der Rolle von Amnesty vom Beobachter zum Einschreiter geführt? Die zweite Gastrednerin des Abends, Rieke Frank-Jørgensen, ist Rechtsberaterin am Dänischen Institut für Menschenrechte in Kopenhagen. Schon bei den Weltgipfeln zur Informationsgesellschaft war sie als Vertreterin der Zivilgesellschaft in der Delegation der dänischen Regierung. Sie gründete Digital Rights Denmark und die European Digital Rights Initiative. Sie wird zu einigen der spannendsten Fragen der Menschenrechte im Internet Stellung nehmen, zu den Doppelstandards in der Umsetzung von internetbasierter Menschenrechtspolitik, zu privaten Unternehmen als Hilfs-Sheriff zur Öffentlichkeit und Privatheit. Doch zuvor möchte ich nochmal unseren Dank an all unsere Experten aussprechen, die mit ihrem Engagement die Initiative überhaupt möglich gemacht haben, sowie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die mit ihrer Unterstützung den Rahmen unseres heutigen Abschlussworkshops möglich gemacht hat. Dazu möchte ich Herrn Dr. Wolfgang Mayer, den stellvertretenden Leiter der Hauptabteilung Europäische Zusammenarbeit, bitten, den Abend offiziell zu eröffnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen, unterhaltsamen, spannenden, bereichernden Abend und gute Unterhaltung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach diesem durch technische Probleme bedingten verzögerten Beginn bin ich eigentlich ganz froh, dass ich ein ganz traditionelles Papier und kein Netbook, Tablet oder sowas Ähnliches dabei habe. Ich darf Sie im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung hier in der Akademie in der Tiergartenstraße ganz herzlich zu unserer Kooperationsveranstaltung Menschenrechte und Internet mit Google Deutschland und dem Internet und Gesellschaft Collaboratory begrüßen. Der heutige Abend soll die Gelegenheit bieten, nach dem Abschlussworkshop, der im Verlaufe des Tages stattfand, nun die Ereignisse und Ergebnisse der 5. Initiative des Collaboratories zu präsentieren und gemeinsam mit Ihnen zu diskutieren. Im Mittelpunkt dieser Initiative standen die Fragen, wie sich die Menschenrechte auf das Netz übertragen lassen und welchen Beitrag das Netz zur Durchsetzung der Menschenrechte leisten kann. Das Thema Menschenrechte ist in der internationalen Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung fest verankert und verdrahtet. Die Beachtung der Menschenrechte ist die unabdingbare Grundlage für ein Leben in Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Wir fördern Demokratie weltweit und Rechtsstaatlichkeit. Beides ist ohne Menschenrechte nicht denkbar. Wir engagieren uns in der politischen Bildung, in der Beratung, in der Medienarbeit und in der Sensibilisierung für aktuelle Menschenrechtsverletzungen. Dabei arbeiten wir mit zahlreichen Menschenrechtsorganisationen, mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen, um zielgerichtet und mit lokal etablierten Akteuren die Menschenrechte zu fördern. Ein Staat, in dem die Menschen ihre Rechte einklagen können, braucht eine leistungsfähige Rechtsordnung, braucht Gewaltenteilung, braucht eine unabhängige und anerkannte Justiz sowie Meinungs- und Pressefreiheit. Die Voraussetzungen dafür stärken wir mit unserem Rechtsstaatsprogramm.
In 5 Regionen weltweit arbeiten wir mit Richtern, mit Justizpersonal, mit Politikern, mit Vertretern der Medien und natürlich mit der Zivilgesellschaft zusammen, um ein faires Justizsystem und eine bessere Durchsetzung der Menschenrechte zu garantieren. 2 Beispiele. In Costa Rica organisierte die CAS im November 2011 das 18. lateinamerikanische Verfassungsrichtertreffen. Hier erarbeiten Richter und Experten jedes Jahr konkrete Impulse für die Verbesserung der Verfassungsrechtsprechung, die dem Einfordern konkreter Menschenrechte in den einzelnen Staaten zugutekommt. In Kenia ermöglichte die CAS Ende 2011 die Gründung der Vereinigung der nationalen Menschenrechtsinstitutionen der East African Community. Diese Vereinigung soll Menschenrechtsverletzungen in der Region erfassen und kontrollieren, mit den Regierungen nationale Aktionspläne zum Thema Menschenrechte ausarbeiten und dem Ministerrat der Ostafrikanischen Gemeinschaft durch gezielte Berichte über die Menschenrechtslage zu informieren. Ob durch solche regionalen Projekte oder durch lokale Aktionen wie die Förderung eines Filmfestivals zu Menschenrechten in Rumänien, die CAS engagiert sich in diesem Bereich weltweit, weil wir glauben, dass Demokratie, Frieden und Menschenrechte einander bedingen. Die globale Vernetzung des Internets und die Möglichkeiten des Web 2.0, selber politisch aktiv zu kommunizieren, wird nicht zuletzt und ganz aktuell mit den Ereignissen des arabischen Frühlings assoziiert. Da haben wir auch aktuelle eigene Erfahrungen. Für die Nutzung des Internets, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und weltweit zu kommunizieren, gibt es inzwischen viele Beispiele. Natürlich nicht nur im nördlichen Afrika, auch in Subsahara-Afrika oder in Asien. Der Gewinn, den dieses Medium hier bietet, ist leicht zu erkennen. Das Risiko für diejenigen, die hier als Aktivisten agieren, umso leichter selbst identifiziert und dann bedroht zu werden, gehört inzwischen jedoch ebenso zu den Erfahrungen. Ich möchte an dieser Stelle auf den von unserem Medienprogramm Subsahara Afrika herausgegebenen Bericht Befriending Voters and Arresting Activists verweisen, der den Blick auf die digitale Medienrevolution in dieser Region lenkt und diesen Zusammenhang verdeutlicht. Natürlich kann die Wendung Menschenrechte und Internet auch in umgekehrter Reihenfolge Richtung gelesen werden, Internet und Menschenrechte. Hier stellt sich die Frage, wie die Rahmenbedingungen des Netzes, angefangen vom Zugang über die Nutzungsmöglichkeiten bis hin zu rechtlichen Gegebenheiten und der Vermittlung des kompetenten Umgangs damit, unsere Vorstellungen von Menschenrechten reflektieren. Wie lassen sich beispielsweise die Frage des freien Zugangs zu Informationen, die Hoheit über die eigenen Daten oder der Schutz der Privatsphäre als gemeingültige Übersetzungen in Parameter des Netzes realisieren? Die vergangenen Workshops haben mit ausgewählten Experten diese Themen analysiert und diskutiert. Der heutige Abend öffnet den Kreis der an dieser Diskussion Beteiligten. Ich darf Sie auffordern, die Gelegenheit zur Diskussion zu nutzen und sich einzubringen. Collaboration ist ausdrücklich erwünscht. Herr Kettmann wird Sie nun durch den weiteren Verlauf führen. Ich darf Ihnen einen interessanten Abend wünschen und bin auf die Publikation gespannt, die bisher aus jedem dieser Workshops hervorgegangen ist. Vielen Dank.